Hallo Martin. Hoi Thomas. Schön, bist du hier gekommen. Danke. Martin Bissig, ein Sportfotograf mit Schwerpunkt Mountainbike. Korrekt. Hast du selber wahrscheinlich auch Mountainbiked? Mhm. Oder hast du... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Mountainbike fotografiert und jetzt selber Mountainbiken tut. Ja, es ist schon so, es sind wirklich zwei Passionen, die da zusammengekommen sind. Jawohl. Sport, das Mountainbiken und Fotografie. Und es ist jetzt, ich finde es so schwierig, man sieht es bei Fotografen, die nicht biken, die die Sportart nicht machen. Und dann probieren, Bikefotos zu machen. Die machen es anders wahrscheinlich. Schwierig. Was macht ein gutes Bikefoto aus? Ja, es sind viele Komponenten, aber es hat natürlich sehr viel mit der Bewegung zu tun, der Fahrer. Also wie ein Fahrer, was der für eine Dynamik hat in den Kurven. Rein. Und wenn du das selber in Sportart nicht betreibst, dann ist es schwierig, zum Instruktionen zu geben, den Fahrer, wie sie sich bewegen müssen und wo das die beste Bewegungsposition ist. Und also, dass es am dynamischsten aussieht. Genau. Ja, ich habe mal einen Reiter fotografiert und der hat penibel genau geschaut, wie es Ross war. Ich habe das sieht jetzt gut. Richtig. Und er hat gesagt, das ist noch nicht gut. Und ich so, okay, du bist der Chef. Aber ja, ist klar, wenn du selber Mountainbiker bist, ist es am besten. Du bist gelernter Banker. Korrekt, ja. Man sieht das nicht optisch. Nein, die mich auch erst später kennengelernt haben, würden mir es auch nicht geben. Du hast halt einfach den Turnaround noch geschafft, bevor... Genau, nach dem Studium. Nach dem Studium. Und machst du jetzt Mountainbike und Freeride, also so ein bisschen... Alles, was mit Velos zu tun hat, in den Bergen, also ja, Mountainbike ist in den Bergen, aber in den höheren Bergen, nicht einfach so bei uns. Bei uns sind die Berge nicht so hoch, wenn man so ein bisschen ausserhalb schaut. Du bist bei einem Projekt dabei, das nennt sich Home of Trails für Graubünden Bike, relativ aufwendige Produktion, da sehen wir nachher ein paar Bilder. Mhm. Du bist als Fotograf dabei gewesen. Dann hast du für die SRF die Winter Challenge ein Video gemacht im Himalaya, was mit dem Bike in Himalaya oben sind. Und als Fotograf dabei war im Polarmeer, wo es mit Fatbikes, da sehen wir auch noch Bilder, also noch kurz. Du bist aber auch im Iran, in Südafrika, im Oman und kürzlich auch in Chile. Mhm. Und in Chile auf einem Berg, der nennt sich Lulailaco und ist 6740 Meter hoch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also in der Schweiz ist es so 4000, so ist so schon hoch. Dann geht es noch nicht mal richtig los. Dann geht es noch nicht mal. Eben, bis da rauf kannst du noch mit dem Auto fahren. Ja, ja. Und nachher wird es dann schon noch. Und auf dem Kilimanjaro bist du auch gewesen. Der ist etwa 5000. Knapp 6000. 5,9, irgendetwas, glaube ich. Also noch eine Runde höher. Mhm. Ist das einfach der höchste Berg, der du warst? Ja. Ich bin noch nie. Ich bin schon auf 6270, 60 gewesen, im Himalaya, aber weiter als auf alles noch nicht geschafft. Das ist jetzt schon mit Abstand der höchste Berg. Gut. Und dort bist du, da gibt es ein Video, kann man das eigentlich schauen? Ist das verfügbar? Kommt jetzt bald raus, ja. Gut. Wir tun es dann verlinken, sobald es draußen ist. Und dort stellst du deine Kameras vor und du sagst, du warst mirrorless unterwegs. Mhm. Wieso mirrorless? Bei mirrorless heisst das nicht, dass der Sensor kleiner ist, es ist einfach kein Spiegel mehr drin. Und wieso mirrorless? Also erstens mal ist ja die Canon EOS R ganz frisch rausgekommen. Richtig. Und für mich ist die Grösse und das Gewicht schon relevant, wenn ich unterwegs bin. Und jetzt die EOS R mit dem 2405mm ist jetzt im Vergleich zu einer 5D Mark IV mit dem gleichen Objektiv etwa ein Drittel kleiner und ein Drittel leichter. Und der Drittel macht es natürlich aus, wenn... Das macht etwas aus, vor allem wenn du das Zeug selber musst den Berg auftragen, macht es etwas aus, genau. Und den M50 hatte ich noch dabei gehabt, mit einem 18-150mm Objektiv. Das ist und nicht so leicht stark, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch eine kleine Kamera. Und ist das ist klein, ist natürlich kompakt und kannst natürlich die fast in den Hosensack nehmen. Genau, und der M6 hatte ich noch dabei gehabt, das ist auch eine kleine. Das sind beides Kameras mit einem APS-C-Sensor, also einem Crop-Faktor. Und dort habe ich einen 11-22er Linse drauf gehabt, also ein Weitwinkel. Und der Grund, wieso ich drei Kameras dabei hatte, ist eigentlich der, dass ich kein Objektiv wechseln muss. Wegen der Umgebung, staubig, kalt, ja, alles, genau. Also es hat sicher etwas damit zu tun, das hat einfach mit den Händen, und wenn du in der Höhe unterwegs bist, schwierig ist, das Zeug zu wechseln, dann kommt Staub rein und Dreck rein. Und du verlierst auch sehr viel Zeit. Und wenn du drei Kameras dabei hast, und du einfach kannst eine rausnehmen und die bist weitwinklig und dann nimmst du die andere raus und dort hast du das Tele drauf, dann ist es einfach schneller, als wenn du musst dann noch gehen, Sachen wechseln und einen Rucksack auftun und so weiter. Also von dem her ist das viel angenehmer, wenn man so unterwegs ist. Wieso hast du nicht drei gleiche Kameras dabei gehabt? Das ist jetzt eine blöde Frage. Die gleiche Bedienung, hast du ein Backup, hast du die gleiche Genau. Es hat vor allem etwas zu tun gehabt. Also erstens mal ist die EOS R ganz frisch rausgekommen. Okay. Ich habe erst ein Modell bekommen. Und es hat wirklich etwas mit der Grösse
zu tun. Also ich habe vorherige Projekte mit zwei gleichen Bodies geschossen und dann zum Beispiel was ist es, 70-200 oder so drauf gehabt, aber es sind halt doch recht grosse Linsen. Und da haben wir jetzt eben darum für die M50 und die M6 entschieden, weil die einfach kleiner gebaut sind und viel kompakter sind. Die Objektive, die kann ich ja wechseln untereinander, also das wäre gegangen. Ja. Und bei der EOS R bin ich einfach das Risiko eingegangen, dass die Kamera funktioniert mit der Linse und dass es so klappt. Aber hast du eine Einschränkung, wenn du mit der M50 fotografierst oder mit der EOS R? Ja, also die M50 ist natürlich schon im Vergleich zu der EOS R ist schon, sag jetzt mal, nicht eine Spielzeugkamera, aber es ist wirklich, ja. Es ist massiv kleiner und massiv feiner, das Ganze zu bedienen. Und auch was Display und alles zusammen anbelangt, ist schon nicht die gleiche Kategorie wie ein EOS R. Aber Bildqualität ist offensichtlich nicht das Problem. Wie soll ich mal sagen, es ist einfach ein Kompromiss, den du eingehst, halt zwischen Größe und Gewicht. Aber ich muss schon sagen, wenn ich natürlich nachher die Files angeschaut habe von einer EOS R und von einer M50, ist natürlich schon ein bisschen ein Unterschied, auch was die Optik angeht, die Qualität. Aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt da nicht wirklich siehst, einblendet oder wenn nicht weißt, dass es mit einer M6 gemacht worden ist, siehst du es nicht unbedingt. Das ist doch gut. Mhm. Wir schauen doch einmal das Bild an. Hier sieht es relativ entspannt aus, alles flach. Mhm. Was meinst du, wie sehen wir da? Wahrscheinlich schon 4'000 oder so. 4'800. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Weil in China ist wahrscheinlich schon die Grundebene. Genau. Wir sind ja etwa so 400 hier in der Schweiz. Also mehr oder weniger hier in der Zentralschweiz. Und da ist einfach schon die Basis wahrscheinlich schon auf 2'000 oder ich bin ja noch nie in China gewesen. Genau. Und jetzt hat es so Hochebene, wo... Ja, also es sieht noch relativ, sagen wir jetzt mal, entspannt aus. Sind hier gefahren, um ein Foto machen? Ja. Oder sind, okay. Nein, da sind wir also mit dem Auto gefahren. Mit dem Auto gefahren, das Auto steht 2 Meter hinter uns und die Fahrer sind da hinter dem Fels losgefahren und vorher gefahren, wieder eingestiegen und dann sind wir weiter. Eben, du musst ja einerseits ein paar Bilder machen und andererseits musst du mit dem Auto möglichst weit können fahren, dass du möglichst genau. Kraft hast. Also da sind wir in der Vorbereitungsphase, in der Akklimatisationsphase und das ist sehr wichtig, dass man sich nicht vorausgabt und man hat einfach ein Foto gebraucht, das auch in die Gegend charakterisiert, aber es nicht unbedingt etwas zu tun hat noch mit dem Vulkan. Darum ist es einfach so ein einzelner Shot, den wir jetzt da gemacht haben. Da haben wir noch Zeit für Kunststücke. Genau, das ist ein bekanntes Kunstwerk oder das bekannte Bauwerk, das ist mitten in der Wüste, in der Atacama-Wüste, die Hand. Und was natürlich da nicht siehst, sind die Touris, die sich da hinter der Hand noch verstecken. Das ist eine ganze TÜV-Gruppe, die wir haben müssen warten, bis sie weg sind. Ja. Aber haben wir unsere Fotos machen können. Aber es sind wirklich Busladungen an Leute sind da gefahren und haben wir unseren Shot gemacht und nachher weiter. Ja, aber es ist schon krass. Der Boden ist irgendwie so ein bisschen grau und der Himmel blau. Und fertig. Keine Farbe, nichts, kein Grün, keine Bäume. Nicht. So 4'800 ist das nicht immer so gewesen. Genau. Das war zwar nicht so hoch gewesen, das ist glaube jetzt nur irgendwie 2'000, 2'500. Und irgendwann kommt der Schnee dazu. Mhm. Und nicht einfach flach und hart, sondern so ein bisschen, das sind wie so Säulen. So ja, genau. Das ist also eigentlich schon Gletscher. Das ist jetzt nicht Schnee, frisch etwas gefallen ist, sondern der ist ständig dort. Und das ist jetzt auf über 5'000 Meter. Und dann sind wir einfach so durch das Velo auf dem Buckel und hochgelaufen. Genau, also wir hatten verschiedene Camps gehabt. Das erste war also die Basis war 4'2 und dann haben wir von 4'2 auf 4'8 hochfahren mit dem Auto und sind nachher von 4'8 bis ins Hochcamp auf 5'6 haben wir unser Material in mehreren Tagen aufgetragen. Wir mussten ja alles selber tragen. Okay, kein Sherpa, nichts. Kocher, Zelt, Equipment, Schlafsack. Aber wir sind schon gelaufen? Nein, wir sind 5-6 Mal gelaufen. Ja, da gehst du auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und das ist jetzt auf dem Weg auf zum ersten oder zum zweiten Bike-Depot, das wir gemacht haben. Du würdest dann vielleicht gerne wandern und bergsteigen? Hey, musst. Ja, musst, ja. Eben. Ich habe gesehen, im Video 6 Tage akklimatisiert. Ja, genau. Also es ist schon ein riesen Aufwand. Ja, es ist ein riesen Aufwand. Für das ist eigentlich nachher der Gipfeltag, die erste Hälfte bist du im Bockfinsteren unterwegs, damit du Nacht loslaufst. Ja. Und die zweite Hälfte bist du so am Schnaufen und mit dir selber beschäftigt, dass eigentlich zum Fotografieren auch nicht mal zu viel Zeit bleibt. Also von dem her ist der ganze Weg, bis man mal schon an den Gipfel ist, massiv grösser und umfangreicher als der Gipfeltag dann selber. Ja, und was war eigentlich schlussendlich das Ziel gewesen, die 3 oder 4 Mountainbiker zu begleiten? Genau. Und die das kommt noch in einem Bike-Magazin? Nein, mehrere Bike-Magazine, genau. Oder? Ja, die haben den Vulkan bestiegen mit dem Mountainbike. Also, das heisst, sie haben das Velo aufgetragen, fast keinen Meter.
keinen Meter hast können fahren und runtergetragen hat es auch relativ viel wieder müssen runtertragen. Also, okay, von dem her. Sie haben jetzt einfach unbedingt auf den Vulkan rauf wollen. Weil noch niemand oben war. Ist sicher noch niemand oben okay. mit dem Velo. Ja. Und es gibt zwar auf der argentinischen Seite, auf der anderen Seite gibt es einen schönen Trail. Jawohl. Aber die Chilenen wollen natürlich auf der chilenischen Seite rauf und wieder runter. Und darum haben wir das auf der chilenischen Seite gemacht. Wo es relativ viel gibt, wo du nicht kannst fahren kannst. Okay. Und da kommst du einen Auftrag über das zu machen oder machst du das einfach zuerst mal und tust es dann auf das Magazin verhelfen? Also die haben uns eingeladen, die haben unsere Geschichte gesehen von Kilimanjaro und ja. haben uns dann eingeladen, der Gerard und mich, und haben gesagt, hey, kommt doch rüber, wir machen so einen verrückten Trip. Und da haben wir uns dann angehängt und so ist das entstanden und die Bilder werden nachher, verkaufe ich nachher dann an den Bike-Magazinen ja. auf der ganzen Welt. Und von dem lebst du? Nein, von dem lebe ich nicht. Du schaffst es nicht mehr? Ich habe noch zwei, drei andere Sachen, die ich mache, aber mein Hauptgebiet ist die Fotografie. Aber dort lebe ich vor allem von den kommerziellen Aufträgen, ja. die ich da habe in der Schweiz. Also für Marken, für Ladeketten, für Brands. Ja. Gut. Ja, weil es ist ja eben eine größere Geschichte. Genau. Nicht einfach, was sind denn grundsätzlich, die, also nebst der Kamera, die grössten Herausforderungen, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann als... als Nicht-Fotograf? Also es gibt natürlich zwei Arten von Herausforderungen. Das erste Mal ist die technische, also die Kameras zu bedienen. Und, funktioniert und, genau, die funktionieren wunderbar. Jawohl. Ich habe eigentlich noch gestaunt, weil wenn du das Handbuch vornimmst von einer EOS R, dann steht eine Garantie bis 0 Grad. Und da habe ich zu der Canon gesagt, hey Jungs, ihr wisst schon, dass... Ja, aber das ist ja in der Schweiz schon das Problem. Genau, ich habe gesagt, hey, es wird anders. Also wir haben, ich habe keine Temperatur dabei gehabt, aber mit dem Windchill ist es um die minus 20 bis minus 25 Grad gewesen. Ja. Das heisst, die Bedienung der Kameras natürlich mit Händchen. Da bin ich nicht sicher gewesen, wie verhält sich das Display bei dieser extremen Kälte. Du hast ja auch keine optische Suche mehr wie bei einem Spiegelreflex, sondern du schaust ja eigentlich in der Kamera ja. innen auch durch, in ein Display. Rein. Und das hat mich schon wundern genommen, wie das funktioniert hat. Autofokus und alles, wirklich auch Touchscreen, LCD, alles mega gut funktioniert. Also erstaunlich gut. Also die technischen Herausforderungen sind organisatorisch dich auch. Du musst Akkus dabei haben genug, ja. du musst Backups du kannst nicht laden. Und wie bewahrst du die auf, dass sie nicht kalt überkommen? Sonst sind sie auch... Genau, also ich hatte so eine Box mit so einem Wärmebeutel, den du schütteln kannst. Mhm. Und die kannst du dann reinlegen, den Wärmebeutel, und das bleibt immer schön warm. Die Akkus 60 Stunden. Gut, 60 Stunden? Mhm. Ja. Ja, und sonst die restlichen Batterien, die hast du einfach im Körper. Also ich hatte zwei Säcke voll Akkus, die ich eigentlich ständig bei mir hatte, die warm waren. Ja, es ist natürlich dann schon, wenn das irgendwie... Wenn die Akkus drunter sind, bist du tot, ja, oder? Genau. Du hast keinen Strom. Speicherkarte ist nicht das Problem, aber nein. Der Akku ist wahrscheinlich nicht genau. die grösste Herausforderung. Genau. Und für Biker ist es einfach die Luft, die halt dünn ist? Ja, also auch für mich natürlich. Die Höhe ist schon eine Herausforderung. Du musst dich richtig akklimatisieren. Und ich bin jetzt natürlich leicht unterwegs gewesen im Vergleich zu den Bikern. Ich habe einfach meinen Rucksack gehabt mit den Kleidern, mit den Getränken, mit dem Essen und mit meiner Kamera. Aber die Velofahrer haben noch ihr Velo dabei gehabt. Also die Kameraausrüstung ist viel leichter als das Velo. Massiv. Ja, ist klar. Massiv. Okay. Dann das Home of Trails Projekt aus dem Graubünden. Das ist der Danny Mac Askill. Den sollte man wahrscheinlich kennen, wenn man in der Szene unterwegs ist. In der Bike-Szene kennt man den, genau. Und aus der Schweizer, wo man eigentlich sein Land zeigt, der Claudio Galluori. Ja. Das Spannende ist, wie viel Dreitage? 10 Dreitage, 4 Stunden Filmmaterial für 5 Minuten 33 Film. Mm. Der offizielle Film. Da gibt es noch das Making-of von irgendjemandem, ich weiß gar nicht. Das ist auch noch interessant. Da sieht man vor allem, wie die Jumps gemacht worden sind. Und ich würde also sicher beide anschauen, vielleicht zuerst der Richtige und nachher der Making-of. Ist ja sehr lustig gemacht, also ist wirklich amüsant. Und man will wirklich dorthin biken. Also ist wirklich, auch als Nicht-Biker muss ich sagen, wow, es ist wirklich cool. Und ja, wir sagen auch auf die Chile, wenn man in der Schweiz so schön ist. Absolut, nein, man muss nicht so weit gehen, das ist so. Also das ist wirklich eine der grösseren Produktionen, die ich jetzt begleiten konnte als Fotograf, wo Graubünden Bike jetzt sehr grossen Aufwand betrieben hat. Und das Ziel war eben auch gewesen, mit dem Danny, dass man da internationale Reach hat in den sozialen Medien und schon auch in den Massenmedien, dass man den Leuten zeigt, dass man in Graubünden gut biken kann. Mhm. Also hat einer einen Film gedreht und du hast einfach alle Fotos gemacht. Und genau. Je nachdem, wo man, eben im Magazin kannst du kein Video posten. Ja. Genau, also alles was Magazin, alles was Print, was soziale Medien, Fotos, also Stills war, das habe ich gemacht. Und das Filmteam von Schottland ist gekommen, das sind 3 Leute gewesen. Also ein Director, der die erste Kamera gemacht hat, einen zweiten Kameramann und noch einen Drohnenpilot. Ja, die sind zu dritten unterwegs gewesen.
Plus ich als Fotograf, plus natürlich die beiden Biker, plus Leute von Tourismus, Leute von der Agentur. Dann, also es war ein riesen Fuhr, 10, 12 Leute sind wir sicher. Aber man sieht es im Film auch, die haben ganz viele Kameraeinstellungen. Man hat häufig das Gefühl, das haben wahrscheinlich etwa 3, 4, 5 Mal müssen drehen. Ja, 10, 15 Mal. Okay. Aber es ist cool gemacht. Genau. Es hat dann so Jumps drin, wo man dann überlegt, zuerst noch das Bild gesagt, der kommt jetzt vom Dach ab oder von der Terrasse. Und im Film sieht man dann gut, wie es gemacht worden ist. Es ist auch lustig, sind dann irgendwie am Essen mit so einem Einheimischen mit Bart. Und dann er geht dann weiter und der andere geht hinten nachher. Und dann so unten dran, man sieht es, der braune Haufen, der Erdhaufen, hat es noch eine Art eine Rampe bauen, um drauf zu springen. Genau. Die hat also Danny selber auch noch mitgeschaufelt. Also. Ja, damit es funktioniert. Genau. Und er ist auch irgendwie einmal runtergefallen und es war also nicht ganz so einfach. Da, es ist so ein bisschen, halt, um die Region zu zeigen, wahrscheinlich. Fahrt er da überhaupt oder steht er da? Ja, der fährt runter. Also, der fährt Sachen, wo du nicht mal zu Fuss runterkommst, weil es so steil ist und so verrückt ist. Es ist auch zum Zuschauen fast ein bisschen kriminell. Zum Teil auf einem Geländer von der Brücke, in 80 Meter hoch, wo du überlegst, ja, es ist ja nicht ganz so ohne, wenn du einfach kurz einen Schwenker machst, oder? Ja, es ist ein schmaler Grad, wo man gegangen ist mit dem Film. Erstens, der Dan ist dich bekannt für seine waghalsige Stunts. Und dann gleich hat man müssen den Film eigentlich so machen, dass es für die Allgemeinheit taugt. Und man hat aber gleich die speziellen Elemente wollen reinbringen. Und gerade jetzt der Teil mit der Brücke ist schon kontrovers intern, aber nachher auch sonst bei den Zuschauern diskutiert worden, wie viel Sinn macht es oder wie gefährlich ist es. Wenn du aber dort bist mit dem Danny, also das ist einer der weltbesten Mountainbiker. Also ich traue mich nicht einmal auf das Brückengeländer drauf zu stehen. Ja, der Typ fährt mit dem Velo dort drauf. Und er sagt aber auch, hey, look, für mich ist das nichts. Weil die eine Seite, die es runtergeht, die existiert für mich gar nicht. Und die andere Seite, da kann jederzeit absteigen. Der hat nicht einmal das Herzklopfen, wenn er das macht. Also es ist sehr viel eine Kopfsache. Und wenn du dort dabei bist und siehst, wie professionell die Leute das angehen, ja, relativiert das Ganze auch wieder ein bisschen. Ja, ist es einfach so, dass vielleicht irgendeiner das Gefühl hat, müsste das auch probieren? Das haben wir zuerst auch gedacht, aber das ist das ganz sicher nicht gefahren. Okay. Dann hat er noch einen Front Flap to Flip to Flap Jump gemacht. Das sieht auch relativ einfach aus. Also, ich sage es in Anführungszeichen, aber da mussten wir auch recht üben mit Matten zuerst und so, ob das wirklich funktioniert. Ich habe mir überlegt, es sieht so ein bisschen, auch im Video sieht es relativ entspannt aus. Ja. Aber es ist, glaube ich, schon ein recht grosser Aufwand. Ja, und auch, also das ist psychologisch schon noch heavy. Erstens mal, der Flip selber, also der kommt ja fort über die Rampe und muss dann wie einen Sprung machen, wo er sich nach vorne dreht und ist in dieser Rotation und ist nachher wirklich landet im Flachen. Und man sieht auch bei dieser Sequenz, beim Landebild, siehst du da unten, wie die Milch rausspritzt. Also die Hinterreifen sind ja gefüllt mit so einer Flüssigkeit, mit einer Weissen. Das nennt man Dichtungsmilch. Also die haben keine Schläuche mehr drin. Ja. Und das ist gemacht, dass wenn du mal einen Dorn hast oder ein kleines Löchchen hast, dann tut es der automatisch dichtet durch die Milch. Und durch den Aufprall hat es dem Hinterpneu so zusammengestaucht, also der Pneu selber, dass die ganze Milch da rausspritzt. Also wirklich gemacht. Und die Dinge sind rausgespritzt. Und dann schlägt es auch recht oben runter. Und hat das aber relativ in kurzer Zeit haben wir das gemacht. Da haben wir eben vorher Matten ausgelegt und ist sehr viel mal in die Matten gesprungen. Und die Matten, da ist er oben gestanden, dann die Matten noch dort gewesen. Und er hat gesagt, mal, jetzt ist gut, jetzt packe ich es, dann müssen wir die Matten wegnehmen. Und nachher ist er gekommen und dann ist er wieder bremst. Und er sagt, nein, scheiße, das geht nicht. Dann haben wir sie wieder müssen antun. Und eben im Film siehst du natürlich nur den einen Sprung, der funktioniert. Darum unbedingt das Making-of schauen, weil da sieht man viel. Also der finale Sprung hat er nur eins gemacht, ohne Matten. Ja, okay. Ein einziges Mal. Und einfach vorne seid ihr dann gefilmt. Ja. Genau. Ja, und dann kommt der Strassenklima und aus einer Bremse. Ja gut, das ist das kleinste Problem. Das stimmt. Dann ist er mit dem Danny wieder auf dem Kilimanjaro. Man sieht dort die Anstrengung. Das ist schon fast ganz oben, wo wir da gewesen sind. Also es sieht nicht aus, als hätte es Spass. Ja, und ist du, ja da. Und du musst mir nicht ans Velo stossen, aber du hast weniger Gepäck, wie wir vorhin gesehen haben. Ja. Auch massiv weniger Gepäck. Ich habe das Velo dabei gehabt, aber auf dem Trip. Ich habe das Velo bis auf 4700 auch mit aufgenommen. Das ist irgendwo abgeschlossen. Nein, jetzt habe ich irgendwo noch angestellt. Das klaut sich nicht. Aber der letzte Tag, der Gipfeltag, wo sie eigentlich praktisch alles aufschieben oder auftragen, dort habe ich das Velo nicht mitgenommen. Ja. Das macht keinen Sinn. Nein, ja, aber es ist auch streng gewesen. Jetzt verglichen mit Chile nicht so anstrengend, aber auch streng. Nachher oben. Schade ist halt immer, dass nur mehr die anderen drauf sind und du nicht. Du, ich habe ein Selfie gemacht, ich bin schon irgendwann mal drauf mit diesen Jungs, aber es ist halt, Es ist halt das Ding als Fotograf, du bist halt hinter der Linse, aber ist auch gut. Aber irgendjemand muss das Bild machen. Genau. Und nachher hast du ein Bild, wo es runtergeht.
Und für das läufst du eigentlich, klar, hast du sicher noch mehr Bilder gemacht, aber für das Bild gehst du eigentlich dort rauf. Ja. Uns war schon wichtig, dass wir viele Abfahrtsshots noch haben, weil es hat andere Projekte schon gegeben, wo die Leute rauf sind mit dem Bike. Das waren nicht die ersten jetzt da in dem Fall. Aber die haben fast keine Abfahrtsbilder gehabt. Und der Danny und der Hans und der Gerhard und die drei Athleten, die da oben waren, sind sehr gute Abfahrer. Und das war schon unser Anspruch, dass wir da richtig gute Downhill-Shots haben. Also aber es geht nicht um die Abfahrtsbilder. Das Bild ist übrigens, glaube ich, zweimal international auf dem Cover gekommen. Irgendwo in Finnland, glaube ich, mal eins. Ja, es ist natürlich etwas Spezielles. Weil eben hier in den Bergen vom Mountainbike ist für gewisse nicht mehr außergewöhnlich. Man macht einfach immer höher, besser, weiter. Ja, man sucht einfach etwas Einzigartiges. Ja, das ist halt schon so. Also mit dem Velodetti gehen, was sonst noch nie mehr war. Genau. Wie zum Beispiel als Polarmeer mit Fatbikes. Grönland, ja, das war eine coole Geschichte. Wie ist das zustande gekommen? Der Glot ist der Hinterfahrer von diesen zwei. Mit ihm bin ich am Himalaya unterwegs gewesen und er wollte immer auf Grönland. Er wollte eigentlich mal im Sommer gehen und hat ein bisschen Research betrieben und gemerkt, ja, das waren schon andere Leute im Sommer und zudem hat es Mucke und Sumpf und das ist irgendwie nicht so geil. Und ist auch ohne gesagt, hey, wieso machen wir es eigentlich nicht im Winter? Das wäre eigentlich viel cooler mit Schlittenhunden und Zeugengeschichten. Und so ist dann die Idee entstanden und wir haben wirklich eine Erstbefahrung gemacht von dem Arctic Circle Trail in Grönland. Okay. Vom Inland Eis, von dem Gletscher, wo wir gesehen, vom Russell Glacier bis raus an die Küste auf Sisimiut während ein paar Tage. Das war echt cool gewesen. Und da hast du irgendwelche Bikes an der Pneu? Nein, nicht, brauchst du nicht. Es sind einfach Fatbikes, die wirklich mit der ganz fetten Pneu im Schnee, das brauchst du dafür. Also ohne die hast du keine Chance. Du hast genug Auflagefläche. Genau. Ist das jetzt Blitz? Da? Es sieht nein, so ein bisschen hell aus. Ist aber du hast so viele Reflexionen da von allen Seiten. Das ist wirklich. Und da bist du auch mit dem Velo unterwegs gewesen? Nein, da bin ich mit dem Schneetiff unterwegs gewesen. Das war auch noch cool gewesen. Ja, klar. Ja. Und da gibt es einen SRF-Film. Ja. Den kann ich verlinken unten dran. Ist auch sehenswert. Ja, das ist cool. Und, aber dort bist du als Fotograf dabei gewesen beim SRF-Film? Richtig, und habe auch zwei, drei Drohnenshots habe ich gemacht. Ja. Und so die Weitwinkelaufnahmen filmen. Aber dort bin ich fast nur als Fotograf dabei gewesen. Anders war es im Himalaya, mit dem Bike durch den Himalaya. Ja, genau. Auch ein SRF-Winter-Challenge-Film. Ja. Und dort hast du alles gefilmt. Dort habe ich alles gefilmt, alles fotografiert. Und das ist mit Abstand das härteste Projekt, das ich bis jetzt gemacht habe. Also stellt natürlich Chile, Grönland, Chile, bei weitem in Schatten, was wir da gemacht haben. Wieso denn? Ja, hey, minus 25 Grad, draussen Zelten, der Fluss ist aufgebrochen, läufst bis zu der Hüfte im Wasser, 4 Wochen unterwegs. Also das ist wirklich, das ist eine harte Geschichte. Nicht jetzt unbedingt, nicht nur physisch, also es war schon streng zum Laufen. Aber es ist einfach auch wirklich, du kommst am Abend an und hast deine Schuhe nass und dann geht die Sonne ab und das Zeug gefriert und dann gehst du ins Zelt und es ist einfach nur kalt und frierst einfach nur und bist morgen wachst du auf und es schneit im Zelt drin, weil von der Luft, die du ausschnaufst, ist alles kondensiert und alles ist patschgefroren und hart und alles, was du nicht im Schlaf so kennst, ist sowieso gefroren und das wären 3-4 Wochen, das ist schon richtig, das ist richtig hart gewesen. Wieso tut man sich das an? Es ist schon cool. Ich meine, das ist eines von der geilsten Erlebnisse, die ich je gehabt habe. Also, das nimmt mir niemand mehr. Das stimmt, ja. Ist natürlich schon ein Abenteuer. Man muss schon gemacht sein für das. Also, es muss das auch Spass machen. Also, wenn du das nur machst, wegen den Fotos, oder wenn du denkst, ja, das ist noch lässig, ein paar Bilder machen. Also, man muss schon gemacht sein für das. Es muss einem schon gefallen. Eben, es sind mehrere Passionen, die man verbindet. Absolut. Mountainbiken, irgendwie Bergsteigen, Reisen. Genau. Abenteuer. Abenteuer und Fotografieren. Genau. Ja, dann wärst du auch der typische Instagrammer, oder? So ein bisschen um die Welt reisen und fotografieren. Ja, mache ich auch, bin ich auch. Ich finde einfach das Ganze wieder überbewertet, aber... Ja, natürlich, aber es ist schon die Plattform, die halt so ein bisschen für Abenteuer steht in der heutigen sicher. Zeit. Sicher. Ja, könnt ihr mir auf Instagram folgen. Ich habe 44'000 Follower. Die Frage stelle ich allen, wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Oder hast du überhaupt zuerst biket und dann fotografiert? Oder? Ich habe beides sehr früh angefangen. Also ich habe Fotografie angefangen. Mein Vater hat bei einer Zeitung gearbeitet, als Freelancer. Hat ein eigenes Studio gehabt. Nicht ein Studio, ein Labor gehabt. Ein schwarz- und weiß Labor. Okay. Die Heime, Dunkelkamera. Jawohl. So habe ich fotografiert. Wirklich analog mit dem Film entwickeln, mit dem Bedli Fotos entwickeln. Und so hat es eigentlich angefangen mit mir mit Fotografie, mit dem Biken auch, damals, wo die allerersten Velos aus den USA gekommen sind, ist das grosse Ding gewesen. Das war 80er Jahre. Genau, Ende 80er Jahre. Ja. Genau. Da bin ich wirklich jung gewesen, also bin irgendwie knapp ins Teenie-Alter gekommen. Und das hat mich einfach begleitet seither. Und mein Leben hat sich in dem Sinn verändert,
oder massiv beeinflusst, weil ich ganz viele Sachen gemacht habe nach der Fotografie, die ich jetzt einfach so nicht gemacht hätte. Also ich wäre sicher nicht einfach vier Wochen im Himalaya im Winter über den gefrorenen Fluss gelaufen, oder ich wäre nie nach Grönland gekommen, ich wäre wahrscheinlich nicht in Iran gekommen so schnell. Und das ist schon ein wichtiger Faktor in meinem Leben, wo meine andere Passion, eben das Reisen, dann auch noch reinkommt. Und eben, du musst es aber mit anderen Jobs finanzieren, damit du so Trips kannst machen. Genau, das sind so die Goodies. Also das ist das, was ich mir rausnehme, zwei, dreimal im Jahr so einen Trip zu machen. Die Trips sind eigentlich alle finanziert durch Sponsoringgelder im Vornherein. Also die sind bezahlt. Und ich schaue eigentlich nachher, dass ich mit dem Verkauf der Fotos erstens mal an die Sponsoren oder dann an die Magazine mir da etwas dazu verdienen. Aber jetzt zum Leben davon in der Schweiz und Familien ernähren, langt es natürlich nicht. Ja, du müsstest viel häufiger so Trips machen. Dann wärst du nur noch weg, genau. Okay, sehr gut. Ich werde mal schnell das Bild aus dem Iran zeigen. Also das Coole ist halt, dass du mit der Stadt oben runter siehst. Genau, Teheran, genau. Und da sind es wahrscheinlich nicht unbedingt so ein Mountainbike. Oder ist das ein Gebiet unter Mountainbiken? Es ist jetzt eben genau so etwas, was wahnsinnig täuscht. Also da gibt es eine richtig coole Bike-Szene im Iran. Okay. Von Einheimischen auch? Ja, von Einheimischen. Okay. Der Trail, den wir da fahren, das ist ein handgemachter Mountainbike-Trail. Da trifft man sich jeden Freitag, das ist natürlich dann ihr Sonntag, ja. Und dann gehen wir zusammen biken. Die Frauen auch, die sind zwar lange Ärmel an und haben die Haare verdeckt, aber unter dem Helm und so. Aber die haben eine richtig coole Mountainbike-Szene. Cool. Und ich habe den Auftrag gemacht für Scott. Und sind dort dann auch mit Leuten von Scott, vom Vertrieb in Iran, unterwegs gewesen, und die haben uns rumgezeigt. Und es ist richtig ein lässiges Land. Das ist eine meiner schönsten Reisen, die mich am positivsten überrascht hat eigentlich. Ich habe es noch nie geschafft, aber ich habe schon viel Positives gehört. Ich habe noch nie etwas Negatives gehört. Nein. Es ist einfach das, was in den Medien halt irgendwie so von früher am Kopf hast. Genau, man hat einfach völlig ein falsches Bild. Ich habe gerade letztens ins Beach gegeben, hat eine am Schluss gefragt und hat sie gesagt, ja, aber ist es nicht ein bisschen heikel, in so politisch schwierige Gebiete zu reisen? Und hat gesagt, jetzt nimmst du mich gerade mal ein Wunder, was du meinst, was du jetzt denkst, was ein politisch schwieriges Gebiet ist. Ja, Iran mit dem Krieg und so. Und gesagt, hey, Iran ist das sicherste Land, wo ich je gewesen bin als Frau, sowieso zum Reisen. Weil sie dann gefragt hat, ja, wie ist denn das so zum Reisen? Ich habe gesagt, für dich als Frau, das wäre easy, 10-mal sicherer als Südafrika. Und man hat wirklich völlig falsche Vorstellungen. Ja, aber das brennt sich halt auch ein, wenn man so in den 80er Jahren, ist das glaube ich, relativ häufig in den News gewesen. Ja. Und das, ist einfach, das bleibt einfach drin, Iran ist das negativ behaftet. Genau. Und was auch cool ist noch, was ich muss sagen, du hast halt, immer wo wir hinkommen, sind wir ja mit lokalen Mountainbikern unterwegs. Und das ist auch immer ein gemeinsamer Nenner. Und das ist noch lässig. Also es spielt echt keine Rolle, ob das ein Jude ist, ein Moslem, ein Hindu, ein Christ, was auch immer. Du hast immer das Biken als Basis. Du hast immer ein Thema, du hast etwas, was dich verbindet, du hast ein Ziel. Und das ist wirklich noch cool. Und das ist eigentlich eine internationale Sprache. Überall, wo du hingehst und die gleiche Passion hast, das geht natürlich über alle Ländergrenzen und über alle Moralvorstellungen und über alle Religionsgrenzen hinweg. Und das ist eigentlich schon cool. Beim Fotografieren auch so. Genau. Wenn du mit Fotografen unterwegs bist, für viele Länder, dann hast du sofort Basis. Ja. Du hast ja nicht nur Bike-Bilder gemacht, sondern auch Ich habe eine Stripfotografie gemacht lang. Das ist so eine Mini-Geschichte. Habe ich spannend gefunden, so ein bisschen der Kulturschock, so zwei Biker mit Kleidung, die halt zum Biken anhaben, auf dem Markt, was sie einkaufen. Das gehört immer dazu. Ja. Das ist schon ein wichtiger Punkt bei diesen Reisereportagen. Ein Biker, der irgendwo eine Kurve fährt, in der Nachaufnahme, das kann irgendwo noch immer sein. Sieht auch immer gleich aus. Sieht immer gleich aus. Ob es in Israel, im Iran oder in Marokko ist, das siehst du nicht. Aber was die Story eigentlich ausmacht, ist das, was drumherum passiert, das, was auf dem Markt passiert, das, was, wenn wir eine Moschee anschauen oder einen Tempel anschauen oder was auch immer. Und die Leute, die man trifft während dieser Reise, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Darum bin ich eigentlich bei diesen Reisegeschichten immer recht weitwinklig unterwegs, weil die Nachaufnahmen interessieren mich nicht, nur ein Fahrer in Action, weil das kann irgendwie wirklich noch jemand sein, sondern man will immer eine Geschichte erzählen und so Sachen gehören für mich wirklich halt auch dazu. Geht unbedingt auf die Webseite www.bistig.ch, weil dort hat es noch viel mehr Bilder vom Oman und auch andere, eben nicht nur Bikeshots, sondern also so ein Biken kombiniert mit Reisen. Das ist sehr interessant. Wir können leider nicht so viele Bilder zeigen in so kurzer Zeit. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Und ich würde gerne mal biken, aber ich bin nicht der Biker. Du kannst schon mal den Blitz mittragen auf 6700 Meter. Brauchst du noch einen Sherpa? Ja, ist gut. Alles klar, danke. Gut, danke nochmal. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.